Hallo ihr Lieben, heute geht es in meinem Vortrag um die Verweigerung jeglicher militärischen und Ersatzdienste. Anfang Januar dieses Jahr habe ich mit großem Entsetzen vernommen, dass zumindest Frau Maria Agnes Strock-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags, die Entsendung von deutschen Soldaten in das ukrainische Kriegsgebiet in Betracht zieht. Des Weiteren hat unsere ehrenwerte Außenministerin Frau Anna Baerbock gleich mal auf Deutsch "Wir führen einen Krieg gegen Russland" gesagt. Eine unmissverständliche Kriegserklärung. Das Land, welches nicht nur den Tod von 6 Millionen jüdischen Menschen hat, sondern auch den Tod von ca. 20 Millionen russischen Frauen, Männern und Kindern zu verantworten hat. Alle Kinder nach 1945 dieses Landes sind mit unserem unummesslichen Leitsatz nie wieder groß geworden. Und das muss meines Erachtens auch so bleiben. Jetzt haben wir auf den Schlüsselpositionen in der Regierung Subjekte am Werk, die dieses Land bewusst in eine bilale kriegerische Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland hineinziehen und nach steigendem Risiko täglich einen dritten Weltkrieg. Das Verhalten dieser Subjekte in ihrer Handlung ist gegen alle Volksregeln. Nicht zuletzt widerspricht es auch dem Schwur, den sie alle geleistet haben, zum Wohle des deutschen Volkes. Wahrscheinlich war gemeint zum Wohle ihres Kontos. Hiermit setze ich euch über Folgendes in Kenntnis. Ich erwäge, aus Gewissensgründen und Glaubensgründen, aber insbesondere auch aus Verantwortung gegenüber unserer nachfolgenden Generation, alle zukünftigen militärischen, aber auch anderen kriegsbaren Ersatzdiensten mich zu enteignen. Das soll jeder unter 65 am besten schreiben an das Kreiswehrersatzamt, aber dazu sage ich euch gleich noch was. Dieses gilt auch für den Fall eines Kriegsrechts in diesem Land. Ich fordere, meine ich, zum Wohle des deutschen Volkes und pflichtgemäß alle zu remonstrieren und der Verfassungsorgane und Subjekte zu verhaften und ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Ein Töten für den Frieden führt immer mehr zu Leid. Bitte lasst euch euren Empfang der Verweigerung bestätigen, militärischer und kriegsbezogener Ersatzdienste. Als ich darüber nachdachte, an welche Institutionen ich dieses versende, kam mir als erstes das Kreiswehrersatzamt, jetzt Karrierezentrum der Bundeswehr, das Verteidigungsministerium, das tribale Kommando von Carsten Bauer, und zuletzt das Bundesministerium. Man kann dieses überall hinschicken und sich bestätigen lassen. Dann hat die Politik ein bisschen Arbeit, weil jede Frau und jeder Mann soll laut der Frau Zimmermann gezogen werden. Zudem, wenn ihr den Link braucht, den kann ich euch auch gerne geben. Wer mich ansprechen möchte, darf das gerne tun. Dies habe ich noch mal ganz kurz zusammengefasst. Bis jetzt sind es Helme, Marder, Leopardkämpfer, bestochen durch das Kabinett im Kanzleramt. Die wahren Kriegstreiber tragen kein Tarn, sondern Ampelfarben. Wir sind im Krieg mit echten Waffen. Hier geht es nicht darum, seinen Namen zu tanzen. Baerbock erklärt uns jetzt, wir sind im Krieg mit Russland. Was muss passieren? Wie lange wollt ihr noch warten? Erst jetzt die Kompetenz danach, danach sind es die deutschen Soldaten und Kampfjets. Jetzt heißt es, unsere Töchter und Söhne aus dem Volk, bin ich mir nicht sicher, ob ihr das wollt. Doch so viele hier sind hörig, die das nicht wirklich verstehen. Passt auf, dass 39 nie wieder geschieht. Fällt die erste Bombe in Berlin, bleiben die Zeiger hier stehen. Doch wie das gekommen ist, kann dann keiner verstehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören.